Oh, pronto? Oggi c'è la mercoledì 25 agosto 2011, Palazzo Farnese, vicino della questa piazza Farnese. Ich möchte gerne meine heutige Presseschau zusammenfassen und bin hier an dem Palast der Familie Farnese. Farnese ist auch der wirklich bedeutende Papst in der Renaissancezeit, Paul III., der so freundlich guckt und so witzig ist, in allen Altersklassen gemalt von den berühmtesten Malern Tiziano, Raffaello und so weiter. Paolo Terzo und Questa Familia Farnese. Qui. Und dann habe ich hier die alten römischen Badewannen, die sind über 2000 Jahre alt. Hier zwei Stück haben sie schön platziert an dem Platz Farnese. Und ich gehe dann gleich noch rüber zu der Piazza dei Fiori, wo der Markt ist und wo das Denkmal ist von dem Giordano Bruno da Nola, dem, wenn man so will, Bruder im Geiste von Galileo, der auch verbrannt wurde hier nebenan vom Papst, ja, als Ketzer, weil er ein aufgeklärter, intelligenter Wanderchrist war, der in Paris und überall mit dem Pferd herumgeritten ist, bis Helmstedt, Giordano Bruno. Und dann haben sie ihm hier einen Prozess gemacht. Gut, folgendes. La Repubblica heute mit Giovedì 25 agosto. La Repubblica ist eine der drei großen italienischen Zeitungen. Die ist vor 10 Jahren etwa von Berlusconi gekauft worden, der ja lediglich Fernsehkommerz gemacht hat. Und diese Fernsehsender werden nicht als politische Informationsquellen und Meinungsbildungsquellen wirksam. Darüber macht man sich ein falsches Bild, wenn man sagt, ja, Berlusconi beherrscht die Medien. Das stimmt überhaupt nicht. Diese Zeitung konnte er nicht halten. Sie ist jetzt sozusagen die Opposition in Italien zu Berlusconi. La Repubblica, muss man sich merken. Etwas anders Corriere della Sera aus Milano, aus Mailand, und La Stampa in Turin ist auch eine eigenständige, hervorragende Zeitung. Also La Repubblica titelt heute Libia rapiti quattro giornalisti italiani. Das heißt, Libyen, damit ist jetzt die Gaddafi-Militärherrschaft gemeint mit Libyen, haben vier italienische Journalisten rapiti gekapert, sozusagen gefangen genommen. Und Taglia dei Ribelli zu Gaddafi, vivo o morte. Gaddafi hat gesagt, hier ist jetzt der Konflikt lebend oder tot. Einen Zwischenraum oder einen Kompromiss will Gaddafi nicht, lebendig oder tot. So, ich finde in dieser Zeitung aber hier dann darüber hinaus für die heutige Lage nichts weiter Wichtiges, außer dann zum Beispiel Vorbereitung auf den 11 September, ora dopo ora, da George W. Bush, also eine Vorbereitung auf den 11. September, der ja jetzt vor 10 Jahren sich jährt. Da wird man dann darüber was Neues hören wahrscheinlich. Und komme jetzt hier zu den deutschen Nachrichten. Da ist eine Mischlage, würde ich sagen. Und zwar hier das internationale Pressezeitung, ausländische Zeitung IP, in der das große Helmut Kohl-Interview ist, in dem er sagt, die Politik der Bundesregierung betrachtet er mit Sorge und Skepsis in verschiedenen Perspektiven, sei es die Aufgabe der Wehrpflicht durch die Regierung Merkel oder auch seien es die Euro-Stabilitätskipplichkeiten, die schon unter Schröder begonnen haben. Und alles mögliche andere, insbesondere bemängelt Kohl die Verlässlichkeit der deutschen Regierung in Bezug auf die Bündniszugehörigkeit. Damit ist gemeint, Deutschland in der Folge des verlorenen Zweiten Weltkriegs als Teil des Westens, insbesondere der Amerikaner, und Kohl bringt auch Beispiele. Er sagt, es sei ihm unvorstellbar, dass jemals ein amerikanischer Präsident hier Europa besucht, nach England oder nach Frankreich geht oder nach Polen, aber an Deutschland vorbeigeht, über Deutschland hinwegfliegt. Das findet er, ist ein Kennzeichen für die Verschlechterung des deutschen Standings in Bezug auf das Bündnis. Nun möchte ich Folgendes aber auch sagen. Ich halte es für völlig undiskutabel und für völlig zweifelsfrei, wenn die deutsche
Mauer im Jahre 1989 gefallen ist und eine Möglichkeit von den 4 Kriegsgewinnern Russland, England, Frankreich und Amerika Entscheidungen zu treffen gewesen waren, darf es eine deutsche Einigung geben oder will man kein großes Deutschland mehr, dann ist das, was Kohl und Genscher insbesondere gelungen ist, 1990, 1991, 1992, der Übergang des Vereinten Deutschlands, überhaupt undenkbar, wäre Deutschland nicht völlig zuverlässig und zweifelsfrei im westlichen Bündnis gewesen. Diese Verlässlichkeit kennzeichnet die deutsche Politik unter Schröder und auch unter Merkel jetzt nicht. Ich habe eine zittrige Hand, muss mal wechseln. Und insofern hat der Kohl damit recht, das ist schlecht für Deutschland. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt die Westerwelle fertig machen will, dafür sagt, Libyen bringt keine militärischen Lösungen, dann heißt das ja nicht, dass der Westerwelle nicht ein Teil unserer Regierung ist und unsere Regierung macht Bündnispolitik, auch in Libyen. Und auch deutsche Militärkräfte, sei es in Form von Materiallieferungen oder Logistik, sind ja an der Libyen-Aktion beteiligt. Unabhängig davon, wie Deutschland bei der UNO gestimmt hat und welche Argumente Deutschland auf den Markt gebracht hat, einschließlich Westerwelle, die sehr vernünftig sind. So heißt das, einerseits man ist im Bündnis und andererseits hat man natürlich das Recht und die Pflicht, seine Ideen zum Besten zu geben, was Westerwelle macht, auf seine Art, was Merkel auf ihre Art macht. Und da muss ich sagen, finde ich, haut Kohl ein bisschen mit der flachen Hand ins Wasser, damit schön spritzt. In Wirklichkeit kann es durchaus sein, dass hier eine europäische Arbeitsteilung vonstatten geht und nicht eine Zersplitterung, indem man auch über diese Abstimmungsverhalten bei der UNO und auch über diese Statements und öffentlichen Argumente vielleicht durchaus Rollenverteilung gemacht hat und Westerwelle hat hier die Rolle des etwas seitlich Agierenden. So stelle ich mir Politik vor. Es ist nicht einfach so, dass sie jeden Tag eine Wundertüte aufmachen und sich wundern, was irgendjemand der Partner macht. Gut, das ist das eine. Und das andere, was hier noch zu sagen ist, die Frage, wie weit Kohl hier in der Verantwortung der Springer-Medien letztlich hinterfangen wird, also gestärkt wird, dass er sagt, die Medien ziehen jetzt mit mir diese Kritik an der Europolitik durch oder wie weit die gegeneinander agieren. Denn zum gleichen Zeitpunkt kam dann diese Rede von Christian Wulff, hier Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 25. August. Und Wulff kritisiert nun die Maßnahmen zur Euro-Rettung. Anders, aber ähnlich wie Kohl das macht. Und nun ist nicht anzunehmen, dass die beiden verabredet sind oder dass die eine Mediengruppe hier FAZ auf Wulff gesetzt haben und Springer und Burda auf Kohl oder so. Ich weiß es nicht. Im Moment nehmen die sich gegenseitig hier sozusagen die Überschriften ja auch gar nicht weg. Und dahinter steckt im Grunde genommen eine Interessantmachung der CDU-CSU. Und in der Sommerpause muss man eben auch sich was ausdenken. Die Bild-Zeitung hat also gesagt, sie wollen jetzt ein Superformat herausbringen, doppelt so groß wie das normale. Ich habe hier Bild Italien von heute, Donnerstag, 25. August. Da ist nochmal der kleine Zusatznachruf auf Loriot, den sie hier durchziehen. Und dann ist hier Wagner, der den täglichen Brief an sich selber schreibt und der jetzt also das arme Würstchen Strauß-Kahn bedauert, dass er da in Amerika so ungerecht bezogen ist. Ich erinnere mich noch genau, ich habe mir die Ausgabe der Bild-Zeitung aufgehoben, wie der Wagner den Strauß-Kahn zum Frauenverächter und zum Brutalo gemacht hat, als die Vorwürfe in den westlichen Medien erschienen gegen Strauß-Kahn. Also die Bild-Zeitung immer ein bisschen hetzerisch und wahrscheinlich muss man es einfach gar nicht so ernst nehmen. So, dann bin ich soweit durch mit meinem heutigen Kommentar und möchte jetzt mal hier noch einen Gang machen zur Piazza dei Fiori, wo bis Mittag, nämlich ein Obst- und Gemüsemarkt ist, hier auf der Piazza Farnese vor der Villa Palazzo Farnese. Und da sieht man die französische Trikolore links und rechts die europäische Fahne. Das ist deshalb, weil hier die französische Botschaft drin ist und eine französische Schule. Hier und dieses Gebäude, das ist reine Renaissance. Und zwar, das ist gebaut, entworfen von Michelangelo da Buonarroti, also unserem großen sixtinischen Kapellenausmaler. Das jüngste Gericht, der Maler Michelangelo aus Florenz, hat diesen ganz schönen, reinen Renaissance-Palast gebaut, mit den schönen Verzierungen da oben. Das ist das, was sich
Andrea Palladio in Rom unter anderem angeguckt hat. Und jetzt gehe ich mal mit der subjektiven Kamera in Richtung Piazza del Fiore, wo noch ein bisschen Gemüse zu sehen ist und wo das Denkmal ist des hier hingerichteten Giordano Bruno. Und Giordano Bruno ist also ja quasi ein Katholik gewesen, kein Lutheraner, aber in dieser Bewegung war er letztlich wirksam. Und vielleicht kann ich hier noch etwas zeigen, was die hier immer haben jetzt. Die Bewegung der italienischen Marktgeschichten. Ja. So, das ist also Giordano Bruno, Danola, und ein genau das gleiche Denkmal, das ist eine Bronze, steht in Nola, auf dem Hauptplatz der kleinen Stadt Nola, 20 Kilometer landeinwärts von Neapel ist das. Der stammt also aus Nola, dieser Giordano Bruno, ein Aufklärer, christlicher, tiefgeborener, hochbegabter Junge, der dann gefördert worden ist, und der hat dann das Leben eines Reise Schriftstellers und Wissenschaftlers geführt in ganz Europa, und man hat ihn hier verfolgt, also ist er auch nach Frankreich und nach Deutschland gegangen und so, und irgendwann, als er nach Italien zurückkam, hat ihn dann der Papst einkassiert und man hat ihn auf diesen Platz hier hingerichtet. Und noch etwas zu den schönen Fragole. Marcello! Ah, die Fragole! Si, va bene! Si, gusto bene! So, hier habe ich mich vorhin Erdbeeren gekauft für 2 Euro. Und jetzt wollte ich noch etwas zeigen zum Schluss, was hier wirklich einen wahnsinnig betörenden Duft erzeugt. Das sind diese Stände hier mit Geschmacksmischungen, Arrabbiata, Cacio e Pepe, Pasta Mix, Sofrito, Bolognese, Insalata, Pizzaiola und so weiter. Jetzt ist alles voll Gewürzen und schönen Sachen. Unglaublich. Gut, Campo de Fiori, Aroma e questa è Buon Natale. Fröhliche Weihnachten am 25. August mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier und Holz und Glas hier. Das.